Hi, wusstet ihr, dass man Pulled Pork nicht immer nur im Brötchen servieren muss? Wie wär's mal hiermit? Das ist ein Pulled Pork Sunday. So kann man Pulled Pork essen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Und ja, wie man den hier macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für den Pulled Pork Sunday brauchen werde. Sundays sind ja normalerweise so Soft-Eis-Geschichten, die in einem Glas serviert werden. Wir machen heute die Barbecue-Variante und die Idee dazu habe ich von meinem lieben Kumpel Marco Greulich von Don Marcos Barbecue. Wir brauchen Pulled Pork, Krautsalat, Röstzwiebeln und Barbecue-Soße. Dann brauchen wir noch ein paar Gläser und das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Wie man Pulled Pork macht, das habe ich euch schon sehr oft gezeigt und empfehle euch ja immer, wenn ihr Pulled Pork macht, macht immer ein bisschen mehr, damit ihr es einvakuumieren könnt und später dann im Wasserbad regenerieren könnt. Das Ergebnis ist dann eben sowas. Wir haben also immer dann Pulled Pork, wenn wir es brauchen. Den Krautsalat, wie man diesen KFC-Style Krautsalat macht, da habe ich euch schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Ansonsten kann man den auch wunderbar fertig kaufen. Also man kann den selber machen, keine Frage, aber man kann ihn auch fertig kaufen, das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Röstzwiebeln gibt es in jedem Supermarkt und eine Barbecue-Soße. Da nehmt ihr einfach das, was euch gefällt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. So, als allererstes bereiten wir unser Pulled Pork vor. Wie ihr seht, das waren jetzt hier so Außenstücke mit ordentlich Kruste dran. Das macht aber nichts. Als erstes rupfen wir das jetzt richtig auseinander, damit wir da die Fleischfasern bekommen. Und wenn das gerade aus dem Wasserbad rauskommt, also das war einvakuumiert und im Wasserbad dann eben heiß gemacht, dieses Pulled Pork hier ist tatsächlich knackeheiß. So, wenn wir dann das Pulled Pork zerrupft haben, seht ihr, dass wir jetzt auch, ja, dass es optisch nach mehr aussieht, als es eigentlich ist. Ich sag mal, also die einzelnen Fleischfasern hier, das macht dann auch eben dementsprechend das Essen nachher um einiges einfacher. Und jetzt bauen wir einfach die Sundays zusammen. Das heißt, wir beginnen damit, dass wir uns ein wenig Pulled Pork schnappen und das in das Glas fallen lassen. Dann schnappen wir uns die Barbecue-Soße und geben etwas von der Barbecue-Soße über das Pulled Pork drüber. Nicht zu viel, aber halt so, dass es ein bisschen rüberkommt. Dann haben wir hier unseren Krautsalat. Da kommt also jetzt ein bisschen was auf das Pulled Pork oben drauf. Gar nicht mal zu viel. Einfach, dass wir dann halt eben diese Schicht halt haben. Und dann kommt wieder etwas Pulled Pork. Auch hier wieder ein bisschen Barbecue-Soße oben drüber. Und dann kommt noch mal ein kleiner Klecks von dem Krautsalat. Und ein paar von den Röstzwiebeln. Und unser Pulled Pork Sunday ist fertig. So, und da ist also fertig, der Pulled Pork Sunday. Und tja, jetzt wird natürlich auch probiert. Man sieht ja die verschiedenen Lagen. Und wir fangen jetzt einfach mal an und stecken unsere Gabel mal da rein. Und haben wir die Möglichkeit, dann eben Pulled Pork und Krautsalat in einem Rutsch sozusagen immer mitzugreifen. Ja, hier brechen wir es quasi aufs Simpelste hier runter. Pulled Pork und Krautsalat zusammen mit ein paar Röstzwiebeln und eben der Barbecue-Soße nach Wahl. Eine ganz einfache Geschichte. Man spart sich quasi die Geschichte mit dem Brötchen und lässt sich super vorbereiten, auch für eine Party. Oder eben gerade frisch zubereiten, weil wenn ihr heißes Pulled Pork habt und da dementsprechend dann den Krautsalat drauf gibt, könnt ihr es sofort rausgeben und die Leute haben warmes Pulled Pork mit Krautsalat. Eine richtig schöne Geschichte. Gibt es bei Don Marco auf dem Blog schon seit längerem und ja, mit Recht, richtig leckere Sache. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen, wenn ihr mal Pulled Pork übrig habt, was ich euch ja immer empfehle. Ne? Wenn ihr Pulled Pork macht, macht immer direkt ein bisschen mehr, damit es sich dann lohnt und ihr für solche Schweinereien hier gewappnet seid. Ich hoffe, euch hat das Video viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, da oben habt ihr die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Once down, never